Ja, schönen Dank, Matthias, für die Vorrede. In der Tat, es handelt sich um eine Auswertung der Bundestagswahl, die einen sehr starken Parteienfokus haben wird. Das Ganze werde ich nachher ein bisschen unter dem Leitmotiv die große Zäsur vorstellen. Der Vortrag wird sich in vier Teile gliedern. Ich werde erstmal etwas zum Wahlergebnis sagen. Da werde ich eine Reihe von Zahlen nochmal darlegen. Die müssen Sie sich nicht alle im Detail merken, aber so die wesentlichen Tendenzen, glaube ich, werde ich herausarbeiten. Ich werde etwas sagen zur Frage, wie ist es eigentlich mit Kanzlerin und Kanzlerkandidat, also der Personalisierung und dann das, was ich schon gesagt habe, die große Zäsur, die Folgen fürs Parteiensystem. Und ich werde im Fazit ein bisschen einen Ausblick auf die wahrscheinliche Koalition, aber auch auf die Koalitionsalternativen werfen, und so dass wir dann danach ins Gespräch kommen können. Das Wahlergebnis vom 22. September ist ja hinlänglich bekannt. Es gab einen deutlichen Wahlsieg der Unionsparteien mit über 18 Millionen Stimmen. Es ist auch in absoluten Stimmen ein erheblicher Zuwachs. Leichte Gewinne bei den Sozialdemokraten, ein Stimmenrückgang bei den Grünen, ein dramatischer Einbruch bei der FDP. Die Linke verliert etwas, neu im Spiel die AfD, und die Piraten konsolidieren sich auf niedrigem Niveau. Wenn man ein bisschen tiefer reinguckt und sich anschaut, wie es eigentlich in den unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen gewählt worden, dann stellt man fest, der Wahlsieg der CDU basiert darauf, dass sie in allen Bevölkerungsgruppen deutlich mobilisiert hat und in fast allen Bevölkerungsgruppen, aber in nahezu allen, die Sozialdemokraten auch deklassiert hat. Bei den Arbeitern mit 35% zu 27%, bei den Angestellten mit 39% zu 26%, bei den Beamten mit 44% zu 27%, bei den Selbstständigen, das nicht ganz überrascht, mit 49% zu 14% und bei den Rentnern auch mit 49% zu 28%. Dabei legt die Union zwischen 7% und 15% in diesen einzelnen Gruppen zu, während die Sozialdemokraten eher stagnieren oder teilweise zulegen. Also bei den Angestellten legt die SPD in ähnlicher Größenordnung zu wie die CDU, was dazu führt, dass der Abstand zwischen CDU und SPD in allen Bevölkerungsgruppen gestiegen ist. Und wie gesagt, die Arbeiterpartei ist erkennbar dieses Mal die CDU gewesen. Und das schlägt sich auch bei zwei Gruppen durch, wo die CDU nach wie vor einen etwas schwereren Stand hat. Das sind die Arbeitslosen. Dort liegen die Sozialdemokraten zwar mit 26 zu 24 vorne, da ist die Linke aber noch als Konkurrent mit 23 dabei, wobei man hier sagen muss, beim letzten Mal war die Linke in dieser Gruppe die stärkste Partei, also selbst dort ist die CDU deutlich oder ist an der Linken vorbeigerückt. Und auch bei den gewerkschaftlich gebundenen Arbeitnehmern, der klassischen Kernklientel der Sozialdemokraten, liegt die CDU zwar knapp hinter der SPD, aber auf Augenhöhe mit 33 zu 37 Prozent. Das waren früher, hatten die Sozialdemokraten locker zwischen 50% und 60% der Stimmen in dieser Bevölkerungsgruppe. Und auch bei den Altersgruppen liegt die Union fast immer um 10 Prozentpunkte vor der SPD, mit einer Ausnahme bei den Jung- und Erstwählern. Bei den 18- bis 24-Jährigen ist der Vorsprung geringer, aber auch dort liegen die Unionsparteien vor der SPD. Wie kommt dieses Wahlergebnis der CDU zustande? Das eine ist relativ profan. Die FDP ist regelrecht von der CDU ausgesaugt worden mit 2,1 Millionen Stimmen, die von der FDP zur CDU gewandert sind. Dazu über 1 Million Nichtwähler, die dieses Mal CDU gewählt haben. Dazu 420.000 Stimmen von den Grünen und auch 210.000 Stimmen von der SPD. Es gibt einen Verlust, den die CDU gemacht hat und auf den werde ich ein paar Mal hinweisen. Mehr en passant, aber es könnte vielleicht interessant sein. 290.000 Stimmen sind an die Alternative für Deutschland abgegeben worden. Gehen wir zu den Sozialdemokraten. Dort gibt es zwei Bereiche, aus denen sie zurückgewonnen hat. Das eine ist, von FDP, Grünen, aber auch von Nichtwählern hat die SPD eine Reihe von Stimmen zurückgewonnen, die beim letzten Mal aus taktischen Gründen nach Abschluss der Großen Koalition die Sozialdemokraten nicht gewählt haben. Am relevantesten dabei aus dem Lager der Nichtwähler 360.000 Stimmen. Die SPD hatte aber gezielt auf 2,5 Millionen Stimmen Nichtwählern, gewinnt also aus dem Nichtwählerspektrum deutlich weniger als die Union. Und von den Linken, die SPD hat bei den Wahlen 2005 und 2009 insgesamt roundabout 2 Millionen Stimmen an die Linken verloren. Davon würde ich einschätzen, die Hälfte von denen ist struktureller Art weg. Also wer nach 40 Jahren Ehe seine Frau verlässt, der kommt nicht unbedingt zurück. Und so ähnlich hält es sich auch für ehemalige SPD-Wähler an der Stelle. Bei der anderen Hälfte gibt es aber durchaus den einen oder anderen, der zurückgekehrt ist. Das sind aber auch nur oder immerhin 370.000. Jetzt zu den zwei bemerkenswerten Punkten, die wichtig sind. Die Piraten, ganz rechts hier im Bild, festigen ihren Sockel bei ungefähr 2%, halten also in etwa ihr Wählerspektrum, wobei sie in einigen Bundesländern Verluste hinnehmen mussten, gleichwohl. Trotz allem gibt es offensichtlich eine Wählerschaft, die die Piraten stabil wählt, und die ist vor allen Dingen bei den
Jung und Erstwählern, also vorwiegend den männlichen, auch auskömmlich, um über die 5%-Hürde zu kommen. Also es könnte im Zeiteffekt eventuell noch eine Perspektive geben. Diese muss man als fraglich zurzeit bezeichnen. Nichtsdestotrotz, es ist ein Sockel dort vorhanden. Bei der AfD ist es interessant, die AfD hat mit am stärksten neben der FDP Wähler von der Linken gewonnen. 340.000 Wähler der Linken sind zur AfD abgewandert, also haben einmal, wenn man so will, das Lager richtig komplett getauscht. Das ist insofern wichtig, weil wir dort anscheinend ein Protestpotenzial haben, was wir nicht ganz ignorieren sollten. Wenn man sich anguckt, wie dieses Ergebnis im Zeitverlauf ist, ich habe hier mal abgetragen für die Unionsparteien wie für die Sozialdemokraten die absoluten Stimmen, nicht die Prozentwerte, seit 1987. Und dann stellt man fest, bei der Union ist das Wahlergebnis jetzt aus dem Jahre 2013 ziemlich exakt dasselbe, was Edmund Stoiber 2002 eingefahren hat. Das heißt, damals hat es für die Union nicht zum Regieren gereicht. Dieses Mal reicht es erkennbar deutlich, für die CDU, CSU eine Regierung auch bilden zu können. Nachdem man über Jahre ja kontinuierliche Verluste hatte, ist man wieder auf einem Niveau angelangt, was solide ist, was sehr gut im Vergleich zur politischen Konkurrenz ist, was aber nicht so herausragend ist, wie dieses Wahlergebnis auf den ersten Blick erscheint. Das herausragende Wahlergebnis der Union ergibt sich aus dem Abschneiden der SPD. Die SPD verliert sehr deutlich bei der Bundestagswahl 2009 und gewinnt jetzt nur leicht dazu. Anders formuliert, der Kern des Wahlergebnisses der Union ist die Schwäche der SPD und die insgesamt, trotz des gegenüber 2009 etwas gestiegenen Wahlbeteiligung, geringeren Wahlbeteiligung. Heißt zwei Schlussfolgerungen. Das eine ist, dieses Wahlergebnis der Union ist zwar ein sehr gutes Wahlergebnis, aber es ist sicherlich gemessen an den historischen Daten, wäre noch Luft nach oben. Die Union schließt wieder zu alter Stärke zwar auf, aber es ist da durchaus noch einiges drin. Während für die SPD, die muss sich im Klaren darüber sein, dass 2009 mehr als ein Unfall war. Wenn man zu den Gründen kommt, dann ist ein entscheidender Punkt die schwere Last der Spitzenkandidat der SPD. Schon Frank-Walter Steinmeier lag mit 36-51 hinter der Amtsinhaberin und Steinbrück hat es geschafft, dieses Ergebnis mit 34-58 nochmals zu unterbieten. Beide, Merkel und Steinbrück, haben im Wahlkampf bei dieser Frage, wen möchten Sie als Kanzler haben, 3-4 Prozentpunkte aufgeholt. Nun ist es aber auch wie im Fußball, wenn man aus dem Hinspiel mit einer Niederlage reingeht, dann nützt im Rückspiel einem das beste Unentschieden nichts. Es reicht dann nicht. Und vor allen Dingen reicht es auch deswegen nicht, wenn man überlegt, welche Stärke einst Gerd Schröder noch 2005 hatte. Bei der Frage, wer soll Kanzler werden, lag Schröder damals mit 50-38, also einer Dimension, in der Merkel damals gegen Steinmeier vorne lag, lag er in Front, blieb nicht Kanzler, während Steinbrück zurücklag. Was sind da Ursachen? Es gibt, glaube ich, zwei Ursachen, die zentral sind. Das eine ist, wenn bei der Nominierung eines Spitzenkandidaten nicht im Vorfeld seine Stärken, Schwächen und auch verborgenen Probleme halbwegs ehrlich analysiert worden sind, wird man auf Probleme stoßen. Ich kann mich erinnern, dass ich mit Leuten mich unterhalten habe auf die Frage, wer Spitzenkandidat der SPD werden soll, September 2012, und sie sagten Steinbrück, weil der zieht wahnsinnig in Wählerschichten, die unerwartet sein könnten. Da habe ich gesagt, es könnte ein Problem geben. Steinbrück hat, wenn man mal in die Veröffentlichung des Bundestags guckt, wahrscheinlich in einer erklecklichen Summe Honorare für Nebentätigkeiten eingenommen. Das ist nicht weiter schlimm. Nur das Problem war, mir sagten diese Leute, das interessiert keinen. Haben wir festgestellt, dem war bekanntlich so, es war ein bisschen anders. Und das Problem war, es dazu keine Sprachregelung gab. Diese Sprachregelung hat die SPD erst im Juni 2013 geschafft, in der Form der Frau des Kanzlerkandidaten, die sagte, naja, es geht ihm ja um Deutschland, es geht ihm um die Sache. Das wäre eine Geschichte gewesen, wenn einer sagt, ich habe eigentlich mit Politik schon abgeschlossen, habe gutes Geld verdient, aber ich habe eine Mission, einen Auftrag. Also in Amerika würden die Leute jemanden dafür lieben, in Deutschland, wenn es richtig kommuniziert wird, könnte das auch vielleicht funktionieren. Dieses hat gefehlt. Der entscheidende Grund ist, den Sozialdemokraten hat dort ein Vorlauf gefehlt. Man hat Steinbrück ja bekanntlich in seiner Sturzgeburt nominiert. Wenn man dort noch 2-3 Wochen ins Land hätte gehen lassen können, wäre das zumindest kompensierbar gewesen. Und alle Folgeprobleme haben sich daran angeschlossen, bis hin zu auch, und das ist der zweite Punkt, habituelle Fragen. Also natürlich ist es berechtigt zu sagen, man hat im Wahlkampf über den Preis von Pinot Grigio in Deutschland geredet. Das muss vielleicht nicht unbedingt sein. Auf der anderen Seite, wenn ein Kandidat kurz vor Weihnachten, wenn, ich sag mal so, Beamte im Bereich von A9, A10, A11 beim Aldi sich die Flasche Chateauneuf du Pape für 9 Euro kaufen, einer, also
einer der besten Weine, die es so geben soll, Cuvées, die es geben soll. Und sie sagt, ich gönne mir mal für Weihnachten was Gutes. Und dann sagt einer, wenn das Glas nicht mindestens 5 Euro kostet, ist es nichts wert. Der fühlt sich natürlich in einer bestimmten Wählerschicht, die der Sozialdemokratie nahesteht, dann ein Stück weit verarscht, auf gut Deutsch. Und muss kein Problem sein, wenn diese Art der vielleicht auch ein Stück weit Arroganz eine Kompetenz widerspiegelt. Das hat man ja bei Steinbrück versucht, dass, wenn wir an Helmut Schmidt denken, der war ja nun auch nicht unbedingt derjenige, der, sagen wir mal, eine besondere Empathie, sondern auch, bei dem es auch häufig umschlug. Das funktioniert aber nur, wenn die Kompetenzwerte deutlich besser sind als die der Amtsinhaberin. Und das war ein erkennbares Problem bei Steinbrück. Ich habe mal hier aufgetragen, diese typischen Werte, sympathischer, glaubwürdiger, durchsetzungsfähiger, mehr Sachverstand etc. Merkel zu Steinbrück und die Veränderungen, die Sie sehen, sind die Veränderungen, die es gegenüber 2009, also bei Steinbrück, dann zu Steinmeier gegeben hat. Dass Steinbrück weniger sympathisch ist, damit kann er vermutlich noch am ehesten leben. Dass er bei Glaubwürdigkeit sich kaum verändert hat, ist schon schwierig. Bei sozialer Gerechtigkeit legt er zwar 5 Prozentpunkte zu, aber Frau Merkel schafft es in dem Bereich 6 Prozentpunkte zuzulegen. Selbst bei Durchsetzungsfähiger legt Merkel 6 zu, Steinbrück 2. Mehr Sachverstand, Merkel 9 Punkte zugelegt, Steinbrück 1. Und bei so einem Wert wie besser Arbeitsplätze schaffen, legt Merkel 22% zu und Steinbrück verliert sogar noch ein Problem. Und dann das Killer-Argument, zukünftige Probleme lösen, 38-16. Auch dort hat Merkel sich um 6%, Steinbrück sich um 0% verbessert. Was passiert ist, dass die unentschlossenen Wähler, wie beim letzten Mal gesagt hat, Steinmeier-Merkel ist ähnlich für uns, die haben sich jetzt eindeutig auf die Seite von Merkel geschlagen. Das ist ein Problem, was sich dann auch im Wahlverhalten niederspiegelt. Hier ist mal gezeigt, welches denn die wahlentscheidenden Punkte waren. 25% der Wähler insgesamt sagen, sie haben wegen Kandidaten gewählt, 52% wegen Sachfragen. Das variiert dann zwischen den Parteien. Bei der Union überwog die Frage, die Union wurde wegen Merkel gewählt. Ganz deutlich auch die Veränderungen gegenüber der letzten Bundestagswahl erkennbar. Während bei den Sozialdemokraten spielt der Kandidat eine gleichbedeutende Rolle wie bei der FDP, was nicht unbedingt für eine Partei, die den Kanzler stellen will, von Vorteil ist. Gleichzeitig haben die Frage der Sachkompetenz bei den Sozialdemokraten dort deutlich zugenommen, spiegelbildlich dazu. Die Frage der Bindung hat aber abgenommen, übrigens auch bei der Union abgenommen, ein Punkt, der nicht unwichtig ist. Bemerkenswert bei diesen Zahlen sei auch hier wieder die AfD. 82% haben wegen Sachfragen die Partei gewählt, das überrascht nicht. Wenn wir aber das Profil rechtspopulistischer oder populistischer Parteien in Westeuropa uns angucken oder in Europa insgesamt, dann sind es immer zwei Faktoren. Ein inhaltlicher Protest gegen eine bestimmte Sache plus eine Person, die das politisieren kann. Das heißt, wenn die AfD an dieser Stelle es schaffen würde, eine Person zu haben, die das auch noch verkaufen würde, dann könnte das eine relativ gefährliche Entwicklung werden. Wenn man dann sich das Wahlergebnis weiter anguckt, wissen wir, wegen Kandidat spricht vieles für die Union, aber wegen Inhalt lagen die Sozialdemokraten ja gar nicht mal eventuell so schlecht. Das wird vor allen Dingen deutlich, wenn man der Frage nachgeht, welches Thema hat denn für die wahlentscheidende Rolle gespielt? Angemessene Löhne und Arbeitsbedingungen, eine gute Absicherung im Alter und dann kommt schon lange nichts, dann kommt die Zukunft des Euros, dann kommt wieder lange nichts und dann kommt die NSA-Affäre. Wenn man dann die Frage stellt, worum soll sich eigentlich eine Regierung vorrangig kümmern, ich sage mal Sozialstaat oder Wirtschaft, dann sind die Leute eher für den sozialen Ausgleich. Das heißt, wenn wir uns die Präferenz der Wähler sowohl in thematischer als auch in Schwerpunktsetzung anschauen, dann haben wir eigentlich eine thematische Agenda, die eher den Sozialdemokraten in die Hände spielen müsste als den Christdemokraten. Das heißt, wir haben hier ein erkennbares Paradox, was noch deutlicher wird, wenn es die Frage der Parteikompetenzen angeht. Bei der Frage Wirtschaft liegt die Union wenig überraschend vorne. Eurokrise ist auch logisch, wenn sie Kanzlerin stellt. Während soziale Gerechtigkeit und angemessene Löhne hat die SPD einen deutlichen Kompetenzvorsprung. Interessant ist schon der Punkt Familienpolitik, was die Sozialdemokraten ja sehr deutlich thematisiert haben. Dort ist der Vorsprung eher gering, aber vorhanden. Da fragt man sich, warum eigentlich bei der Themenkompetenzzuweisung, bei der Themensetzung, warum hat die SPD dann so viel schlechter abgeschnitten als die Union? Der Grund ist ein recht einfacher. Wenn man sich anschaut, wie sich das verändert hat gegenüber von vor 4 Jahren, da sind identische Indikatoren leider nur Wirtschaft und soziale Gerechtigkeit, aber die reichen. Bei Wirtschaft legt die Union deutlich an Kompetenz zu und auch bei sozialer Gerechtigkeit. Hingegen die Sozialdemokraten verlieren in ihrem Kernbereich soziale Gerechtigkeit nochmal einen Prozentpunkt, also statistisch bleibt es unverändert und behalten ihren schlechten Wert bei der Frage der wirtschaftlichen Kompetenz. Das heißt, das Profil der SPD hat sich gegenüber 2009 nicht verändert, zumindest nicht so verändert, dass es der SPD hilft. Und wenn man das in längerer historischer Perspektive sieht,
dann ist so ein Wert sozialer Gerechtigkeit, 43%, zwar ganz schön, aber er ist natürlich nicht auskömmlich. Die SPD hatte hier durchaus höhere Kompetenzwerte in der Vergangenheit. Und die Frage der mangelnden Wirtschaftskompetenz ist natürlich ein doch erhebliches Problem, was der Union in einem Feld, wo sie eigentlich eh immer einen Vorteil hat, einen so deutlichen Vorteil verschafft, in einer Phase, wo man ja darüber redet, ob die wirtschaftliche Entwicklung so bleibt, wie sie ist, ein durchaus erhebliches Problem darstellt. Und dann fragt man sich, warum eigentlich hat die SPD, die hat sich doch so wunderbar erneuert in den letzten 4 Jahren, hier mal gegenübergestellt, statt 5 Ministerpräsidenten Ende 2009 gibt es jetzt 9. Ja, wenn man noch den Grünen Kretschmann dazu rechnet, dann merkt man, was bei der Union gleichzeitig passiert ist. Statt 11 gibt es nur noch 6. Regierungsbeteiligung, die SPD hatte 7 Ende 2009 und jetzt sind es 13. So viele hatte die SPD seit Mitte der 90er Jahre nicht mehr in den Ländern. Die Zahl der Minister hat sie glatt verdoppelt, aber, und da fällt es dann auf, bei den Landtagsabgeordneten haben wir zwar einen Zuwachs von ungefähr 60 Mandaten für die SPD, zwischen 2009 und 2013. Das sind aber roundabout 10 Prozentpunkte mehr. Das haut nicht immer so ganz hin wegen Überhang- und Ausgleichsmandate, aber wenn man es als groben Indikator nimmt, naja, dann sind wir von 23%, davon 10%, jetzt alle Statistiker werden mich hassen für diese Art der Rechnung, aber für einen Überschlag reicht es, dann sind wir bei gut 2% Zuwachs und dann sind wir quasi genau bei dem Ergebnis, was in den Ländern passiert ist. Was ist passiert? Die SPD hat in den Ländern sich vor allen Dingen exekutiv erneuern können. Der entscheidende Punkt ist, das Scheitern von anderen Parteien, wie der FDP, wie auch den Piraten, hier in Niedersachsen hat das natürlich mit eine Rolle gespielt, wie NPD, andere, hat dazu geführt, dass bei gleichzeitiger Schwäche eben der FDP, aber auch der CDU und der zwischenzeitlichen Stärke der Grünen und der Konsolidierung der SPD, sowie dem Ausscheiden der Linken, das war jetzt ein unglaublich langer Satz, der Ausscheiden der Linken aus einigen Landtagen, war die SPD in der Lage, stärker in Regierungsverantwortung zu kommen, hat aber nicht auf der Ebene der Wähler es geschafft, sich so stark zu erneuern. Hinzu kam etwas, das Team Steinbrück bot vielleicht auch ein bisschen wenig Überraschung, denn, wie wir gesehen haben, ist die Frage der Kanzlerin ja wenig überraschend. Angela Merkel ist die beliebteste Kanzlerin seit Kurt Georg Kiesinger, der beliebteste Kanzler in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland war, aber der wahrscheinlich auch am meisten Vergessene. Auch damals, und das wäre jetzt sozusagen die Replik auf 1969, da haben die Sozialdemokraten ja geschafft, Kiesinger aus dem Amt zu holen. Warum? Der Wahlkampf 1969 zielte sehr weniger darauf, den Kanzler zu attackieren. Denn die Union machte damals einen ähnlichen Wahlkampf, auf den Kanzler kommt es an. Während die Sozialdemokraten machten den Wahlkampf, wir haben die besseren Männer. Stand übrigens auf den Plakaten der Bundestagskandidatin drauf, mit Ausnahme von Annemarie Renger, die darauf bat, wir haben die besseren Frauen draufschreiben zu können. Und in dieser Kampagne hat man eines gemacht, man hat damals das Regierungskabinett in den Vordergrund gestellt und als Alternative zu den Unionsministern gesetzt. Dadurch griff man auf einer relativ breiten Ebene an und hielt die Frage der Kanzlerkandidatur mit ähnlichen Werten wie heute ein Stück weit in den Hintergrund. Das hat man nicht genutzt, weil es war ein bisschen wenig überraschend. Also es ist ja ganz nett, einen Gewerkschafter für Arbeit, Markt und Sozialpolitik vorzuschlagen. Es ist auch ganz schön, wenn man eine Wissenschaftlerin nimmt, die Wissenschaftspolitik macht. Aber es wäre natürlich mal spannend gewesen, wie wäre es denn mal mit einer Migrantin, die Verteidigungspolitik macht oder eine Wissenschaftlerin, die nicht Bildung macht, sondern die Arbeitsmarktpolitik macht. Das wären ein paar Überraschungen gewesen, über die man dann vielleicht mehr geredet hätte. So blieb ja das Team Steinbrück erstaunlich schwächt. Dadurch konnte die SPD auch diese Stärke, die sie exekutiv ja gewonnen hat, nicht ausspielen und war bei der Auseinandersetzung Merkel gegen Steinbrück unterlegen. Ich komme nun zu dem, was die große Zäsur darstellt. Wir erleben wahrscheinlich nach 1957 und 1972 und 1998 die vierte große Zäsur im Parteiensystem. Zäsuren bringen es mit sich, dass Erfolge leicht überbewertet werden und Misserfolge schon mal zum Umsteuern genutzt werden. Und die große Zäsur betrifft alle Parteien. Fangen wir mit der Union an. Der Wahlsieg der Union steht dann doch auf tönernen Füßen. Denn hinter dem Merkel-Plebiszit werden einige Schwächen der Union deutlich überdeckt. Ein Punkt, das ist hier eine Karte von vor der Bayernwahl noch, hat sich jetzt ein bisschen was verändert. Bayern ist jetzt dann nur noch schwarz und Hessen wird jetzt wahrscheinlich schwarz-grün werden. Aber im Kern wird die Schwäche der Union deutlich. Die alte Bundesrepublik ist so rot-grün wie nie zuvor. Und im Osten, außer in Sachsen, können die Christdemokraten nur an der Seite der Sozialdemokraten, wenn überhaupt, in Regierungsverantwortung gelingen. Teilweise als Senior, teilweise aber auch als Juniorpartner. Das heißt, die Union hat eine erkennbare Schwäche in den Ländern gehabt. Spiegelbildlich zu der Frage der exekutiven Stärke der SPD ist das Problem der Union in den Ländern mit dem fehlenden Koalitionspartner durchaus virulent
und durchaus die Schwierigkeit, dass wir, wenn wir das gesamtdeutsche Parteiensystem haben, fällt es anders aus als das Ost- und das westdeutsche Parteiensystem, was insbesondere mit der Rolle der Linken natürlich zusammenhängt. Zweite Schwäche der Union ist die ungelöste Frage der Nachfolge. Ich gehe davon aus, dass in den nächsten 1 bis 2 Jahren Angela Merkel wahrscheinlich das Amt der Kanzlerin niederlegen wird. Da werden jetzt einige überrascht sein, aber ich glaube, Merkel hat sehr genau bei Kohl aufgepasst und der hat irgendwann in dem Zeitraum zwischen 92 und 96 den Absprung tatsächlich verpasst. Merkel wird dieses wahrscheinlich nicht widerfahren. Zumal jetzt die Stimmen relativ gering waren, der Leute, die gefragt haben, Frau Merkel, wie lange wollen Sie noch im Amt bleiben? In 4 Jahren wird jeder Journalist Merkel fragen, werden Sie die gesamten 4 Jahre machen? Und dann bekommen wir einen Prozess, der vielleicht ähnlich wie bei Kohl dann auch ablaufen wird. Und das führt dann dazu, dass, und ich glaube, es gibt ein Gelegenheitsfenster, das wird nächstes Jahr die Besetzung des Europäischen Rates, nicht der Kommission sein. Für Merkel könnte es attraktiv sein, auf diese Position sich zu verabschieden, um dann einen Nachfolger zu finden. Und da sind wir sozusagen beim ersten Punkt wieder, denn die Nachfolge der Union kann eigentlich nur aus der Exekutive heraus erfolgen. Denn spielen wir es mal weiter, Merkel ist natürlich auch Parteivorsitzende und hat ein Interesse daran, dass ihre CDU auch machtpolitisch im Rennen bleibt. Und jetzt stellen wir uns vor, Merkel wird in 4 Jahren abtreten, also mit der Wahl. Wer soll denn dann Kanzlerkandidat in der Wahlkampf werden? Oder angenommen, die Union landet dann auf den Oppositionsbänken und in den Ländern ändert sich nicht viel. Soll ein Herr Haseloff Parteivorsitzender der Union werden, eine Frau Kamp-Karrenbauer oder ein Herr Tillich? Ich glaube, dass es dort schwierig wird, die Popularisierung so hinzukriegen, dass es erforderlich ist. Also ist das Problem der Union, sie kann nur aus der Regierung heraus sich erneuern. Und dort hat sie das Problem, wenn wir uns da das Personal angucken, fangen wir unten an, einige sind entweder zu alt, das gilt für Schäuble oder Johanna Wanka, sind politisch schwer durchsetzbar, Frau von der Leyen, aber auch Herr Altmaier. Und wir haben einige Personen, nun ja, über die ist die Geschichte hinweggegangen, ein Herr zu Guttenberg, ein Herr Röttgen, auch Frau Schröder hat sich jetzt zurückgezogen. Die potenziellen Prätendenten sind dann noch Pofalla und de Maizière. Und die sind beide momentan durch Affären angeschlagen. Und bei de Maizière glaube ich aber, dass sich das so weit regeln wird, dass mein Tipp ist, so jetzt kommt der Moment, wo Sie, und das werden wir ja auch ins Internet setzen, wo dann irgendwie in 4 Jahren Leute sagen werden, der hat einen Knall gehabt, weil er keine Ahnung hatte. Oder werden sagen, haben wir was ganz Geniales gehört. Also Merkel tritt ab die nächsten Jahre und de Maizière wird ihr Nachfolger. Wetten mache ich darauf nicht, aber das ist jetzt mal die These, mit der Sie dann umgehen müssen. Das dritte Problem der Union ist in dem Zusammenhang, und das sieht man jetzt ja auch in den, vermutlich auch in den Koalitionsverhandlungen, der fehlende Koalitionspartner. Denn rechnerisch gibt es im Bundestag eine Mehrheit gegen die Union. Und über die FDP werde ich gleich was verlieren. Das kann noch ein langfristiges Problem sein. Es gibt aber eine Chance für die Union. Sie hat jetzt sehr, sehr viele Neuwähler gewonnen und auch Wähler aus dem Spektrum der FDP. Ich würde erst den Vortrag zu Ende bringen, dass wir dann ins Gespräch kommen. Sie hat sehr viele Wähler aus dem Spektrum der FDP gewonnen und Merkel vollendet eigentlich Konrad Adenauer. Die CDU ist jetzt die bürgerliche Sammlungspartei geworden. Sie steht aber auch ein Stück weit in dem Sachzwang, in eine absolute Mehrheitsposition zu kommen, muss das also stabilisieren, was sie an neuen Erstwählern hat, die ja stark wegen Merkel gewählt haben. Gehen wir zum Koalitionspartner bisherigen der Union, die Zukunft der FDP. Ich bin ja so ein bisschen als Parteienforscher ein bisschen sauer auf die Wähler, weil da wird uns jetzt ein Thema vermutlich genommen werden, aber ich gönne es auch durchaus den Historikern. Warum das so ist, wird an einigen Zahlen deutlich. Es gibt keine Bundestagsfraktion mehr, 93 Mandatsträger weniger. Minister auf Landesebene, ich habe Hessen schon mal rausgerechnet, 22 hatte die FDP bisher, es sind jetzt, also Ende 2009, es sind jetzt nur noch 2, 90% der Ministerämter weg. Statt 165 Landtagsabgeordnete 92 und nächstes Jahr sind ja auch noch mal eine Handvoll Landtagswahlen. Die Zahl der Mitglieder um 14.000 zurückgegangen, die staatlichen Mittel sind bei grober Abschätzung so wie Ende 2009, allerdings drücken die, das hängt mit der Anhebung der staatlichen Parteienfinanzierung zusammen, allerdings drücken die Partei zwei Probleme, erstens 8,5 Millionen Bankschulden und zweitens, 2 Millionen Strafzahlungen wegen Möllemann stehen auch noch aus. Die müssen auch noch finanziert werden. Hinzu kommt, von den 18,4 Millionen, mit denen die FDP sich bisher finanziert hat, sind 6 Millionen über Spenden eingeworben worden. Welcher Hotelier soll denn jetzt noch der FDP spenden, wo sie überhaupt keine Regierungsverantwortung mehr trägt? Sodass auch hier ein Rückgang wahrscheinlicher ist und auch die Europawahl, bei der die FDP ja 2009 auch sehr gut abgeschnitten hat, wird, selbst wenn es keine Sperrklausel und eine 3%-Hürde gibt und die FDP ein paar Mandate kriegen soll, wird 2014 dann in der staatlichen Parteienfinanzierung erheblich reinschlagen. Die FDP hat also ein ganz erhebliches Problem auf der finanziellen Ebene und auf der Ebene der Mandate, die sie hat, zumal der Wegfall der Bundestagsfraktion doch
sehr eklatant ist, weil die Partei im Großen darauf ausgerichtet war. Anders formuliert, da auch in Sachsen und Thüringen und Brandenburg, zumindest in zwei der Bundesländer, es auch wahrscheinlich ist, dass die FDP nach jetzigem Stand rausfliegen könnte, steht die parlamentarische Existenz der FDP relativ deutlich auf dem Spiel. Es gibt noch eine Chance, auf die werde ich noch eingehen, aber auch die ist sehr, sehr fraglich und unterstreicht das nochmal, wie problematisch die Situation ist. Dann gehen wir zur Linken, die eigentlich ja ganz zufrieden aus dem Bundestagswahlergebnis rausgekommen ist. Allerdings gibt es ein paar Probleme, die auch hier überdeckt worden sind. Die Linke verliert im Westen roundabout 2-3%. Da kann man sagen, das ist ein Effekt von Wählern zurück zur Sozialdemokratie, enttäuscht wegen bestimmter Prozesse in der Westlinken, ist nicht gravierend. Der Westsockel ist so viel stabilisiert, dass das sicher den Sprung über die 5%-Hürde sichert. Problematischer ist die Situation, also Ausnahme ist Saarland, aber das ist auch ein Sondereffekt mit 11% runter, ist der Osten. Das ist ein bisschen untergegangen. Zwischen 5 und 8,5% waren die Verluste der Linken im Osten. Da ist sehr vieles demografisch bedingt. Die Linke in ihrer Mitgliedschaft ist deutlich überaltert, im Osten insbesondere. Und auch die Wählerschaft ist nicht mehr unbedingt die jüngste, sodass wir durchaus die ein oder andere demografische Entwicklung haben, die der Linken momentan nicht unbedingt hilft. Aber auf mittlere Sicht langt der Ostsockel, der zwar bröckelt, aber noch vorhanden ist, und die Westausdehnung sicher für 6% plus X. Das heißt, die Partei ist sicher im Bundestag, wahrscheinlich auch 2017, eventuell auch 2021. Allerdings gibt es jetzt zwei Probleme. Neben dem demografischen gibt es nämlich noch eins. Die Wählerschaft im Westen wird im Kern zusammengesetzt, Altersgruppe 50 bis 65. Wenn man denen sagt, die alte Rentenformel soll wiederkommen, waren die bisher immer sehr begeistert. Das Problem ist, irgendwann kommen die in Rente und bis dahin muss die alte Rentenformel in Kraft sein. Das heißt, wir reden über diejenige Wählergruppe, die mit einer relativ klassischen sozialdemokratischen reformistischen Perspektive, also das wäre das Verächtliche dann aus Sicht einiger natürlich auch, an bestimmte Fragestellungen rangehen. Und für die hilft auf Dauer natürlich nur eine Machtoption der Linken. Die hat wiederum den Nachteil, dass sie bestimmte Prozesse, die in der Partei nicht sortiert sind, sagen wir mal, zusätzlich erschweren. Deswegen war natürlich die Strategie der Linken bisher, auf eine rot-grüne Minderheitsregierung zu setzen, eine nicht ganz unvernünftige Strategie, um den eigenen Laden zu befrieden und auch um sich Einflüsse zu sichern, hat nur den unangenehmen Nachteil, dass wahrscheinlich die beiden anderen potenziellen Partner darauf bestehen werden, dass man doch eingebunden wird, auch in die Verantwortung, also auch die Verantwortung für Dinge trägt. Das scheint mir einer der Gründe gewesen zu sein, die in Hessen die Grünen dazu verleitet haben, es nicht mit einem Rot-Rot-Grün-Bündnis zu versuchen, auch nicht in andere Konstruktionen. Kommen wir zu den Sozialdemokraten, die nicht so ganz wissen, wo sie hin sollen. Denn man hat den Wählern gefragt, die Agenda 2010 hat großen Anteil daran, dass es uns besser geht. Das sagen ungefähr 2/3 der Deutschen. 62%, das sind 5% weniger als beim letzten Mal, aber immerhin, haben aber gleichzeitig gesagt, die SPD hat mit Hartz IV und Rente mit 67 ihre Prinzipien aufgegeben. Da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder die Hälfte der Leute, die definitiv beides beantwortet haben, ist schizophren oder ist zynisch. Indem sie nämlich entweder sagt, also der Zusammenhang nicht klar wird, oder indem sie sagt, naja, die SPD musste das aufgeben, damit es dem Land besser geht. Das lässt sich nicht so einfach ergründen, aber es zeigt ein anderes Problem. Die SPD hatte im Wahlkampf keine konsequente und konsistente Erzählung, wie man mit der Agenda 2010 eigentlich umgehen soll. Per Steinbrück hat im Wahlkampf immer gesagt, in den letzten 15 Jahren sei in Deutschland was aus dem Lot geraten. Und wenn man dann mal rechnet, dann war von den 15 Jahren 11 Jahre lang die Sozialdemokratie in bundespolitischer Regierungsverantwortung. Also trägt die da auch einen gewissen Anteil dran. Man hätte eine Erzählung bringen können. Der Einzige, der das mal gemacht hat, war dann Gerd Schröder. Der hat ja 2-3 Wahlkampfauftritte gemacht und gesagt, Agenda 2010 war gar nicht mal so schlecht, aber da war auch vieles von Schrott und das machen wir jetzt anders. Dafür haben wir 2009 ja ein schlechtes Wahlergebnis gekriegt. So eine Art der Erzählung hat die Sozialdemokratie in diesem Wahlkampf nicht hingekriegt zu erzählen und auch nicht über ihren Spitzenkandidaten. Die SPD muss sich ferner darüber im Klaren sein, dass sie zwei Probleme in dieser Wahl, sagen wir mal, sich verstärkt haben. Das eine ist, der strukturelle Verlust von Wählern ist immer noch nicht aufgearbeitet, beziehungsweise ist nicht geklärt, wo die neuen Wählerschichten herkommen sollen. Denn wie ich vorhin gesagt habe, ein Teil dieser Wähler dürfte strukturell weg sein, ein Teil ist vielleicht wieder gewinnbar. Und der zweite Punkt ist, das hängt wieder mit dem Kandidaten zusammen und das ist der Punkt, wo es ein bisschen tragisch ist. Man hatte einen Kandidaten, von dem man hoffte, dass er eine wirtschaftspolitische Kompetenz vermitteln kann, der aber aus Gründen der, was ich vorhin gezeigt habe, thematischen Schwerpunktsetzung eher auf gesellschafts- und sozialpolitische Schwerpunkte gesetzt hatte, auf die er nicht unbedingt passte vom Profil. Das heißt nicht, dass das Programm und der Kandidat in Widerspruch standen, aber dass, wenn man das Spielfeld nimmt, die SPD kann über die Themen
die eine Seite abgreifen und über den Kandidaten die andere thematische Flanke schließen, ist das nicht aufgegangen. Und hinzu kommt, die SPD hat auch weder im Wahlkampf noch davor eine Strategie entwickelt, was passiert eigentlich, wenn es für Rot-Grün nicht reicht. Man hat sich etwas blenden lassen von der Situation 2011, als in den Umfragen immer stabil gezeigt wurde, es wird für Rot-Grün reichen. Man muss sich überhaupt keine Gedanken machen über die Linken, das läuft alles von selber. Man lief durchs Land und sagte, das ist die schlechteste Regierung aller Zeiten. Das war diese Zeit, als sie sich als Gurkentruppe und sonst was beschimpft haben. Dass die Regierung in der Frage, wie man sie bewertet, immens gute Werte, mit die besten Werte aller Regierungen bei Bundestagswahlen hatte, wurde ein bisschen geflissentlich übersehen. Ähnlich ging es den Grünen. Bei den Grünen können wir das, ich nenne das mal Ende eines Generationenprojekts und Willkommen im Leben bezeichnet. Claudia Roth hat mal gesagt, die Grünen seien eine amerikanische Partei, die erste amerikanische Partei auf deutschem Boden. Amerikanische Parteien zeichnen sich dadurch aus, dass sie wenig wirkliche Mitglieder haben, aber viele potenzielle Unterstützer. Das hat nur ein bisschen einen Nachteil, weil potenzielle Unterstützer sind auch sehr schnell flüchtig. Und das ist den Grünen bereits nach dem Fukushima-Hype passiert. Da waren sie ja zwischenzeitlich bei 28%, haben darüber nachgedacht, ob sie einen Kanzlerkandidaten benennen. Und sie stürzen dann bis zum Winter 2011 auf so einen Bereich ab von 11, 12, phasenweise ging es dann mal auf 15, 16%, wieder ja, 15% hoch und kriegten dann nochmal eine Delle jetzt gegen Ende, wobei sie waren phasenweise in den Umfragen, also nur um das auch deutlich zu machen, Anfang August oder Mitte August waren sie phasenweise schon mal auch bei anderen Instituten, das hier ist Forsa, auch schon mal bei 9% angelangt. Was ist passiert? Die Grünen haben 15.000 neue Mitglieder seit 2009 gewonnen, also jedes vierte Mitglied der Grünen ist ein Neueintritt. Dominiert wird die Partei aber gleichzeitig von denen, die wir unglaublich lange kennen, die seit den 80ern und frühen 90ern in der Partei dabei sind. Trittin seit 1980 dabei, Künast seit 79 dabei, Claudia Roth auch irgendwann in den 80ern dabei, Ströbele seit 79 dabei, Fritz Kuhn auch seit 80, soweit ich weiß, dabei, Kretschmann seit 79 dabei, Cem Özdemir 81 eingetreten. Also das heißt, wir haben eine Generation, die zwar altersmäßig etwas auseinander, aber die diese Partei über 30 Jahre geprägt hat, die ihr ein bestimmtes Wording gegeben hat, ein bestimmtes Verständnis gegeben hat. Und wir haben Neueintritte, die reingekommen sind, mitten auf dem Fukushima-Hype. Dazu haben wir noch eine Reihe von Leuten, die so in den letzten 10 Jahren dazugekommen sind, die aber auch harte Zeiten bei den Grünen mitgemacht haben. Und jetzt passiert etwas, glaube ich, was ein sehr menschlicher Faktor ist. Sie haben Leute, die kommen auf einer Phase in eine Partei rein, als es der Partei gut geht. Die werden kritisch beäugt von jenen, die in der Partei schon waren, als es der Partei nicht so gut ging. Das heißt, wenn Sie in dieser Partei, ich weiß nicht, ob unter Ihnen Kirchenkonvertiten sind, aber Kirchenkonvertiten müssen auch immer mit der tiefsten Überzeugung ihre alte Religion ablehnen und die neue Religion preisen bis zum Umfallen. Und das ist hier in Teilen passiert. Das Potenzial, das man sich durch Fukushima erschlossen hat in Teilen, hat man nicht genutzt, um sich aus dieser grünen Filterblase zu lösen, in der Teile der Partei sich dann befunden haben. Es gab also niemanden, der die Warnung ausgegeben hat mit Blick auf den Veggie-Day. Es gab niemanden, der Fragen zur Steuerpolitik dann so gestellt hat. Das ist etwas überzeichnend. An solchen Themen lag es nicht, sondern man kann es eher daran, oder lag es auch mit, man kann es natürlich fest daran auch machen, 350 Seiten Wahlprogramm, da findet man genug Punkte, die man in dieser oder jener Art attackieren kann. Ein solch dickes Wahlprogramm, die Grünen auch das letzte Mal in den 80ern erstellt. Also wir haben das Problem, dass wir eine neue Wählerschaft und auch Mitgliedschaft gewonnen haben, die aber im Prinzip die Effekte verstärkt hat, die in den Grünen vorhanden waren und die für Teile der Wählerschaft auch als problematisch angesehen wurden. Und das wurde natürlich am Schluss auch durch so ein Thema wie die Pädophilie-Debatte nochmal verstärkt, weil es diesen moralischen Impetus, den die Partei hatte, natürlich nochmal in Frage gezogen hat. Das wirkt aber, glaube ich, nur nach und ist nicht ursächlich für die Entwicklung, die ja, wie gesagt, 2011 sehr dramatisch auch nach unten ging. Da spielen natürlich auch die Piraten eine Rolle, denn die Piraten haben das aufgezeigt, was bei den Grünen ein Problem ist, dass nämlich eben diese Führungsschicht seit 30 Jahren da ist. Und das ist der zweite Punkt, der mit diesem Generationenprojekt dann auch zusammenhängt. Diejenigen, die in den letzten 10, 15 Jahren zu den Grünen dazugekommen sind, haben die Entwicklung der Grünen als fortwährendes Wachstum erlebt. Es gab mehr Mandate, es gab mehr Posten, es gab mehr Positionen. Das heißt, man musste gar keinen Verteilungskampf führen. Man war also gar nicht in der Situation, eine Diskussion darüber zu führen, ob man sich eventuell hier und da strategisch anders auszurichten hat, um diesen Hype auch, den man phasenweise hatte, zu sichern. Und schließlich endlich ist natürlich das Kernthema, was bei Fukushima geholfen hat, Umweltpolitik hat jetzt keine so herausgehobene Rolle gespielt. Das führte im Ergebnis auch dazu, die Grünen haben Kommunikation und Themenwahl ihres Wahlprogramms auf ein erweitertes Kernpublikum zugeschnitten, was auch mit einer bestimmten Distinktion, Werthaltung und Lebensstil herkam. Also die Art dieser Wahlplakate war vor 10 Jahren originell.
für die grüne Wählerschicht damals. Die war heute auch originell für die grüne Wählerschicht von damals, sprach aber keine weiteren Wählerschichten in dem Maße an, wie das möglich gewesen wäre. Ich habe neulich einen Artikel gelesen über einen der Wahlkampf- oder von einem der Wahlkampfleiter der Grünen aus dem Juni diesen Jahres. Und der sagte immer, unsere Wähler sehen die Punkte so und so. Das heißt, man hat sich auf die konzentriert, die man hat, nicht auf die, die man potenziell haben könnte. Der Prozess scheint mir bei den Grünen einer der Gründe zu sein, die in dem Wahlergebnis so ist. Allerdings, die Grünen, das darf man auch nicht vergessen, befinden sich auf einem relativ stabilen Sockel, sind in allen Landesparlamenten vertreten, haben ein solides Bundestagswahlergebnis und haben natürlich auch Koalitionsoptionen jenseits dessen, was für die Sozialdemokraten möglich ist, weil sie nämlich in kleine Bündnisse mit der Union auch eintreten können, was ihnen einen strategischen Vorteil bringt. Ja, und dann, was macht eigentlich der vielbeschworene Wutbürger? Über den haben wir heute noch gar nicht geredet. Unabhängig von der Frage, ob der Begriff so klug gewählt ist. Den gibt es auch noch und der hat eher zugenommen. Ich habe mal abgetragen, 2005, 2009 und 2013, die Parteien, die als potenzielle Protestparteien in Frage kommen, das ist an einer Stelle hochgradig unscharf. Das ist also bei ProDM oder bei der Partei, die Partei von Herrn Sonneborn, den Republikanern, den Freien Wählern, der NPD, der AfD, würde jeder sagen, kein Problem. Auch bei den Piraten würden wir im Großen und Ganzen Protestpartei unterschreiben. Bei den Linken ist es ein bisschen diffiziler, weil Teile der Linken gerade im Osten eher aus anderen Gründen als aus Protest gewählt werden. Also deswegen, die müssen sie so ein bisschen gegen den Strich bürsten. Aber trotzdem, wenn man die alle zusammennimmt, dann hatten wir 2005 ungefähr 5 Millionen Wähler in diesen Formationen. Und jetzt sind es 7,5. Das heißt, der Wutbürger ist noch da und wenn er wählt, dann wählt er mehr zunehmend Parteien wie AfD, Piraten, also Parteien, die sich konsolidieren. Fatal ist, und das ist mit Blick auf die Große Koalition nicht ganz unwichtig, 60% aller Wähler glauben, dass die Parteien nach der Wahl nicht das umsetzen werden, was sie vorher versprochen haben. Es gibt eine Ausnahme, das ist die FDP. Da glauben das 82% ihrer Wähler, dass sie das nicht halten werden, was sie versprochen haben. Aber das, wie gesagt, wird sich ja eventuell historisch dann auch erledigen. Das heißt, es kann durchaus zu einem Problem werden, sowohl für die Sozialdemokraten als auch für die anderen Parteien, mit Blick jetzt auf die anstehenden Koalitionsauseinandersetzungen oder Koalitionsaushandlungen, wenn eben die Parteien nicht das einhalten, was sie tun, und wenn sie es nicht schaffen, eine Botschaft reinzukriegen, dass sie doch das halten, was sie vorher versprochen haben. Insofern an der Stelle ist dann vermutlich die Strategie der Sozialdemokraten, es erstmal in Inhalten zu messen, nicht ganz verkehrt, aber ob die aufgeht, hängt ja auch von ein paar anderen Faktoren ab. Ja, was nun? Wir kommen dann zu einer Reihe von Schwierigkeiten. Jede Regierung, das hängt mit der Schwäche der Union in den Ländern zusammen, ich hatte kurz den Bundesrat einmal grafisch gezeigt, wird hinterher auf Kooperation mit Rot-Grün angewiesen sein. Die Große Koalition hat keine Mehrheit im Bundesrat. Und die wird sie auch bis Anfang 2016 nicht haben, wahrscheinlich auch länger nicht. Das heißt, man muss mit einer weiteren Partei ins Bündnis eintreten. Selbst die FDP würde nicht reichen, die ja noch in Sachsen mitregiert. Man hätte vielleicht noch eine Chance, wenn man hier und da die Regierung wechselt, aber auch das ist nicht so einfach. Das heißt, eine Große Koalition hat immer die Grünen im Beiboot mit dabei. Das heißt, wir haben nicht nur eine Große Koalition, sondern eine Große Koalition mit Mitwirkung der Grünen. Was mit Blick auf einen ganz entscheidenden Punkt, die Deutschen haben auch so ein etwas paradoxes Verständnis von, die Parteien müssen unterscheidbar sein, aber sie sollen sich nicht so viel streiten. Das Problem wird dann an der Stelle wahrscheinlich sogar noch mal zunehmen. Zweitens, Rot-Rot-Grün ist wahrscheinlich strategisch unvorsichtigerweise ausgeschlossen worden, wäre aber auch so politisch fraglich gewesen. Nicht nur wegen der knappen Mehrheiten, denn Rot-Rot-Grün insgesamt hat Stimmen verloren gegenüber der letzten Bundestagswahl. Also mit einer deutlich niedrigeren Legitimationsbasis, einer knapperen Mehrheit, ein solches Bündnis einzugehen, wäre politisch schwer durchhaltbar geworden. Die Große Koalition, die jetzt ja näher rückt, dürfte das Protestpotenzial, Stichwort Wutbürger, eher nähren als schwächen. Aber sie wird Angela Merkel, da bin ich bei dem Punkt der Frage, wie geht es mit Merkel weiter, wahrscheinlich den Ausstieg erleichtern. Angenommen, es wäre zu Schwarz-Grün gekommen, hätten wir eine Situation ähnlich vielleicht gehabt wie in Hamburg. Also die Kanzlerin wäre dann der Garant für Schwarz-Grün. Wenn sie dann abtritt, dann wären natürlich bestimmte Fliehkräfte frei. Übrigens ein Punkt, der in Hessen nicht ganz unproblematisch sein kann. Bouffier ist auch nicht mehr der Allerjüngste und 5 Jahre sind auch eine relativ lange Zeit. Schwarz-Grün hätte ein ähnliches Problem natürlich im Bundesrat und es würde Folgen für die Länderebene haben. Denn natürlich, das Problem, was die Sozialdemokraten jetzt im Bundesrat haben werden mit den rot-grünen Regierungen, wie verhält man sich im Bundesrat, hätten natürlich auch die Grünen. Die Grünen aber als kleinere Partei mit einer bestimmten Klientel würde es leichter fallen, dann in den Ländern aus dem Grund heraus auch mögliche Wechsel vorzunehmen. Was übrigens hochgradig legitim mit Blick auf ihre Wählerschichten dann auch
wäre. Und wenn wir uns die niedersächsischen Mehrheitsverhältnisse zum Beispiel exemplarisch angucken oder auch in anderen Bundesländern, dann Schleswig-Holstein, wenn ich richtig gerechnet nehme, Schleswig-Holstein fehlt noch ein bisschen was, aber dort haben wir teilweise Situationen, dass Schwarz-Grün vielleicht auch die üppigeren Mehrheiten mitbietet als Rot-Grün. Hessen, Schwarz-Grün hat deutlich mehr als Rot-Rot-Grün hätte. Also das hätte langfristige Folgen für die Länderebene. Was sind die anderen Optionen? Eine Unionsminderheitsregierung hätte das Problem, sie wäre mit einer doppelten Vetomacht ausgestattet. Sowohl im Bundestag hätte ja Rot-Rot-Grün die Mehrheit, als auch im Bundesrat hätte Rot-Grün oder Rot-Rot-Grün oder Rot-Rot-Grün-SSW, ein paar Beiboote gibt es da auch noch, eine Mehrheit. Und die Union könnte auch noch nicht mal einen Leckerbissen ziehen, den das Grundgesetz vorhält. Ich weiß nicht, wer von Ihnen Staatsrecht macht oder mal gemacht hat. Werfen Sie mal einen Blick in Artikel 81 des Grundgesetzes, das ist der Gesetzgebungsnotstand. Wenn die Bundesregierung keine Mehrheit hat für Gesetzgebungsvorhaben, die Vertrauensfrage verliert, kann sie auch für ein halbes Jahr nur mit Zustimmung des Bundespräsidenten dann mit dem Bundesrat alleine regieren. Für ein halbes Jahr geht das. Bei allen Gesetzen, die sie für dringlich erachtet, das stünde der Union nicht zur Verfügung. Und es gäbe natürlich eine Referenz für ein solches Modell. Das wäre Dänemark in den 1980er Jahren gewesen. Da hatten sie auch, sehr verkürzt, es gibt andere, die sich, glaube ich, mit skandinavischen Ländern besser auskennen, aber sie hatten auch eine rechnerische rot-rot-grüne Mehrheit, damals noch mit Kommunisten, die wollten nur nicht miteinander regieren, haben sie einen Liberalen zum Ministerpräsidenten gekürt und der musste dann mit dem leben, was das Parlament ausgehandelt hat, zumal das dänische Folketing noch etwas mächtiger ist als das deutsche Bundestag. Das geht so weit, dass sogar die Stimmentscheidungen im Europäischen Rat teilweise gebunden werden können an das Votum im Folketing. Das heißt, also sie hatten einen Ministerpräsidenten, der im Europäischen Rat anders abstimmen musste, als er möglicherweise selber überzeugt war. Ist nicht so wahnsinnig verlockend für die Union, um das mal vorsichtig zu formulieren. Und eine SPD-grüne Minderheitsregierung, da sind wir wieder bei Artikel 81, hätte natürlich diese Mehrheit im Bundesrat. Aber so wahnsinnig verlockend ist die ganze Geschichte dann auch nicht, weil natürlich eine Reihe auch von Klärungsprozessen innerhalb der Linken durchaus bei der knappen Mehrheit auch Schwierigkeiten darstellen könnten, Mehrheiten durchzubringen. Hinzu kommt, man hat es eben unvorsichtigerweise Rot-Rot-Grün ausgeschlossen und auch die Minderheitsregierung. Man ist in Deutschland, Wilhelm Hennis hat mal gesagt, wir haben uns so sehr an den Normalfall gewöhnt, dass wir gar nicht mehr an die Ausnahmen denken können. Das ist ein Problem, in dem das Regierungssystem sich heute sicherlich befindet. Ja, und dann kommt der Punkt Neuwahlen, die ja auch noch als Option im Raum stünden. Mal gucken, wie die Sozialdemokraten ihr Mitgliedervotum abhalten. Auch dort ist der Ausgang letztlich offen. Offen, weil es davon abhinge, woran scheitert eine solche Koalitionsverhandlung. Also scheitert sie daran, dass die Sozialdemokraten 8,50 Euro versprochen haben und 8,30 Euro nur kriegen würden, wird es, glaube ich, schwierig für die Sozialdemokraten, Punkt, 60% glauben, dass die Parteien es mit den Inhalten nicht so ernst nehmen, glaubhaft zu vermitteln, warum man nicht in ein solches Bündnis gegangen ist. Die FDP könnte wiederkommen, das ist eine der großen Hoffnungen, die die FDP hat. Allerdings, die sollte man schnell trüben, denn von den FDP-Wählern bei der Bundestagswahl hat die Hälfte der Wähler angegeben, sie hätte eigentlich eine Erstpräferenz bei der Union. Was im Umkehrschluss heißt, die haben sich jetzt ziemlich mächtig geärgert, dass es nicht gereicht hat für die absolute Mehrheit der Union. Und das können wir auch ein bisschen in Umfragen sehen, weil die FDP ist eher auf 4-3% abgestürzt. Und es ist fraglich, ob bei Neuwahlen diese Wähler jetzt unbedingt deswegen zurückkehren können. Auch ob die AfD reinkommt, würden wir nicht wissen. Also der Ausgang für Neuwahlen wäre offen, zumal die Sozialdemokraten das Problem haben, wen würden sie als Kanzlerkandidaten präsentieren. Und auch davon, wir haben es gesehen, das war ein nicht unwesentlicher Faktor. Auch das könnte natürlich einen Einfluss auf das Ergebnis haben. Aber das ist nun wirklich sehr viel Spekulation, die sehr stark davon abhinge, wie halt solche Koalitionsverhandlungen dann am Ende ausgehen. Kurzum, es ist für alle Parteien ein nicht ganz einfaches Ergebnis, es ist eine große Zäsur. Es sind möglicherweise ein paar Schwächen der Parteien auch ein bisschen überdeckt worden oder werden sich in den nächsten Jahren recht deutlich äußern. Eine wesentliche Aufgabe der Parteien wird es aber sein, wie sie mit der veränderten Parteienlandschaft, Stichwort FDP, Stichwort AfD, vielleicht auch noch mit großen Fragezeichen versehen, Piraten, Stichwort Wählerpotenziale, die so ein bisschen, die nicht mehr so stark gebunden sind, spielt bei der Union auch mit eine Rolle, spielt bei den Sozialdemokraten eine Rolle, wie sie damit umgehen. Insofern erleben wir möglicherweise erhebliche Veränderungen und dann freue ich mich, wenn wir ins Gespräch kommen.